Das Dynamite Scarfest und wir haben jetzt Root and Visser am Mikrofon. Hallo. 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 Seid ihr im Moment in Deutschland auf Tour oder ist das der einzige, ist das einzige Gig heute? Zwei Shows. Gestern haben wir in die Nähe von München in einem kleinen Ort gespielt, wo wir schon für 10. Mal oder etwas waren. Und naja, heute hier, wo wir auch in Leipzig schon auch 10 oder mehr Mal, dass wir gespielt haben. Ihr spielt ja nur den Ska, der so richtig nach vorne geht zum Tanzen. Ne? Ist das denn auch jetzt privat eure Musik so, die ihr dann auch so hört und konsumiert? Oder ist das so schnell, sind das eher die älteren Sachen? Ja, ich schreibe die Songs und wir spielen die Musik, die mir gefällt. Das ist Musik und Text? Ja. Und ja, wir machen, was uns gefällt. So, das ist einfach. Das funktioniert ja. Ja, schon viele Jahre schon, ja. Und ja, es gefällt uns und die Leute hier auch so. Ja, selber, habt ihr Vorbilder sozusagen, eure Vorbilder, eure Idole, so im Ska-Bereich, habt ihr da welche? Ja, oder? Wir haben angefangen im früh 80er Jahre. Mhm. Von den vergangenen Jahrhundert. Und das war kurz nach die zweite Ska-Welle mit den Specials und so weiter. Und das, ja, weil, wann die Specials da waren, waren wir 16, 17 Jahre alt so. Und dann in einem gab es keine Ska-Musik mehr auf Radio. Und dann haben wir damals entschieden, uns selbst mal zu machen. Aber eure Vorbilder rein nur Specials oder habt ihr da noch mehr? Madness und ja, das war damals die englische Popzeit. Ja, so. Ja. Jamaikanisch. Ach, Dutzende Mädels und ja. Where's my daily food? Ja, genau. Du sprachst gerade an, die Songs, die du schreibst. Wie aktuell ist das aktuellste Album oder was kommt? Vielleicht im Jahr 2009 von euch? Eine LP oder mehr eine Single? Ja. Das ist immer bei uns, es dauert sehr lange, bevor wir wieder ein neues Album veröffentlicht wird. Die Aufnahmen jetzt sind, es wird ein 10-Nummer-Album, die sind so in einem sozusagen 75% fertig. Also noch zwei Jahre jetzt. nein. Ich denke, realistisch ist das, es ist deutlich schon, dass wir uns nicht beeilen. Ja. Aber realistisch würde es sein, dass es in Vorjahr, nächstes Jahr, muss er bestimmt fertig sein. Also das heißt, schnelle Musik braucht lange, damit es gut wird. Die gleiche Art, das hat schnelle Stücke dabei, melodische Stücke dabei. Wovon handelt denn die Top 5 deiner Stücke jetzt? Also was ist dann, was dich im Alltag sowieso bewegt oder bist du da auch politisch jetzt mit Root and Visser oder was ist da die Kernaussage denn häufig in den verschiedenen Stücken oder gerade im neuen Album? Wenn wir am Songs arbeiten, dann gefallen sie mir allen, anders würde ich nicht daran arbeiten, dann würde ich das wegschmeißen. Und das alles ist nicht eine, ja, ich kann das nicht ganz. Wir hören uns das einfach an, wenn es draußen ist, und dann werden wir sehen, worüber du geschrieben hast, beziehungsweise warum die Titel gehen. Ich Arme nicht umsonst haben heute mit beim Interview. Seit wann machst du eigentlich Ska-Musik? Seit wann, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Wir haben zum ersten in Holland ein großes Festival gemacht im 85, letzte Jahrhundert. Und das kann man ausrechnen. Das war, beide haben wir natürlich schon mit Üben und alles. Aber das war das erste seriöse, größere Sachen, die wir gemacht haben. Bist du ausschließlich nur bei Root und Visser oder hast du noch andere Musikprojekte? Ich habe eine kurze Weile mit Hot Knife mitgemacht als Gastmusiker. Eigentlich nur eigene Sachen gemacht. Wir sind beiden wir haben Mr. Review angefangen. Wir haben nur unsere eigene Sachen gemacht bis jetzt. Und jetzt, wir spielen in unser Set jetzt, da sind kein Cover drin, nur eigene Musik. Und das gefällt uns. Super. Ich habe noch eine Frage. Ihr kommt ja viel rum, auch in Europa, vielleicht auch nach Übersee. Gibt es bestimmte Unterschiede jetzt von der Szene in Deutschland zu Spanien? Oder fällt euch da irgendwie was ein? Wer mag was lieber? Wer mag lieber schnellere Songs? Wer mag lieber langsame? Gibt es da Unterschiede eigentlich in den verschiedenen Szenen?
Was hier auffällt, ist, dass wenn wir in Deutschland spielen, ne, dann gibt es viele Leute, die die Texte mitsingen können. Aber das sind alle englische Texte. Ne? Aber wenn wir in Spanien zum Beispiel spielen, da sprechen die Leute kaum Englisch, kennen die Texte auch nicht so gut. Aber der hatten dann nicht, weil in Deutschland gibt es nur die Texte mit singen, ne? Aber in Deutschland gibt es nur die Bläser. Weil sie die Texte nicht kennen. Das ist das Stück Rein Idee, was wir spielen. Da ist, man erwartet, dass die Wörter mitgesungen werden. Aber in Spanien, dann macht die ganze Publikum das ist komisch. Und wie sieht es zurzeit in Holland aus, was die Ska-Szene angeht? Gibt es da Nachwuchs? Also ihr seid natürlich lange im Geschäft, habt ihr ja gerade gesagt. Gibt es da irgendwie ein paar Bands, wo ihr auch sagt, Mensch, die gefallen uns gut? Und wie ist es überhaupt? Ja, es gibt noch verschiedene andere holländische Bands, aber die Szene in Holland ist nicht so groß wie als wie in Deutschland. Es gibt noch verschiedene andere Bands in Holland, aber natürlich, die sind da vor ein, zwei Jahren, aber... Passiert nicht so viel im Moment und Holland ist auch nicht so groß natürlich. Und also du sagst eben, das gibt es dann mal ein, zwei Jahre und so. Was meint ihr, was ist der Erfolg von Rot und Wisser? Warum es euch schon so lange gibt? Vielleicht mal selber so, was denkt ihr, was ist da die Erfolgsformel? Wir haben selbst Spaß daran. Yeah. Ja? Das ist das Wichtigste. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Bands, die dann mal durchhalten müssen. Mach deine eigenen Sachen. Ja, ja. Kein Blödsinn, kein Kopien. Mach was du selbst denkst. Original. Das. Yeah.